Hallo ihr Lieben, hier ist die Feli von Happy Hippocampus. Ja, einige von euch, die jetzt vielleicht schon ein paar Merkvideos von uns geguckt haben oder auch sonstige Videos, die denken sich jetzt vielleicht, das ist ja alles schön und gut mit den Gedächtnistechniken, aber wenn ich dann nur diese verrückten Geschichten und Umgebungen und Stories im Kopf habe, dann verstehe ich ja den eigentlichen Stoff überhaupt nicht, den ich da lerne, den medizinischen Stoff, sondern bin immer nur in dieser Fantasiewelt im Kopf. Und ja, da möchte ich heute mal kurz drauf eingehen, wie da unsere Sicht der Dinge ist und wie wir es euch empfehlen, mit den Gedächtnistechniken umzugehen und zu lernen. Also, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, als allererstes nicht gleich mit den Gedächtnistechniken ranzugehen, sondern wirklich den Stoff erstmal zu verstehen. Also ja, das ist ja vor allem in Physiologie und Biochemie schon wichtig, dass man da den Zusammenhang versteht und dieses große Ganze einmal wirklich im Kopf hat. Also ja, ich fand es total wichtig und das war auch so ein gutes Gefühl vom Physikum, wenn man dann gelernt hat und dann nach und nach sind immer wie so Knoten geplatzt und man hat wieder so ein größeres Stück vom großen Ganzen verstanden und im Kopf gehabt. Und deshalb, ja, ich finde es total wichtig, dass man wirklich den Stoff versteht und nachvollziehen kann. Und deshalb würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr euch das erste Mal mit einem Thema auseinandersetzt, euch das wirklich erstmal im Lehrbuch durchzulesen und wirklich im Kopf verstanden zu haben. Und wenn ihr dann aber merkt, boah, ja irgendwie, ich habe jetzt alles verstanden und so weiter, aber trotzdem kann ich mir jetzt diese ganzen Fachbegriffe und Abläufe einfach nicht dauerhaft merken. Und dann auch noch in der richtigen Reihenfolge, puh, ja, schwierig. Und dann würde ich euch eben als zweiten Schritt empfehlen, zum Einprägen die Gedächtnistechniken zu verwenden. Also wirklich zum Einprägen. Ich sehe es als Grundvoraussetzung, dass man den Stoff wirklich verstanden und gecheckt hat. Und dann zum Einprägen zu merken, kann man sich wirklich diese verrückten Stories und Geschichten reinziehen. Und dadurch merkt man sich ja viel schneller und auch langfristiger. Also es ist wirklich sehr effektiv. Also nehmt Gedächtnistechniken wirklich, um euch dann das große Ganze und die ganzen Zusammenhänge wieder herzuleiten. Aber ich fände es auf jeden Fall Verschwendung, wenn man nicht Gedächtnistechniken verwenden würde, weil unser Gehirn ist einfach dafür gemacht, sich Bilder und verrückte Geschichten und Räume und so weiter und Emotionen zu merken. Also das fällt unserem Gehirn viel leichter und deshalb würde ich euch empfehlen, da nicht drauf zu verzichten. Ja, und wenn ihr dann eine Zeit lang diese Merkgeschichten und Umgebungen im Kopf habt und damit euch das dann immer wieder hergeleitet habt, die Lerninhalte, dann geht das Wissen auch irgendwann ins Langzeitgedächtnis über und irgendwann braucht ihr diese Merkhilfen gar nicht mehr, dann braucht ihr nicht mehr diese Geschichten und die Loki-Methode und so weiter. Weil dann habt ihr es im Langzeitgedächtnis und dann könnt ihr es auch einfach so wieder jederzeit reproduzieren. Ja, ich hoffe, dass, falls bei dem einen oder anderen von euch diese Frage mal aufgetaucht ist, dass ich die jetzt beantworten konnte und dass ihr jetzt besser wisst, wie ihr am besten mit Gedächtnistechnik umgehen und lernen könnt. Bis bald, macht's gut, ciao!